Politik ist spannend. Es gibt so viele Geschichten. Man müsste sie nur mal erzählen. Und hinfahren. Na dann, los! Hier am Schillerdenkmal bei der Demo gegen das Tanzverbot hier am Karfreitag. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie das aussieht, wenn die Leute hier demonstrieren und dabei nicht tanzen. War ganz nett. Die Stimmung war etwas gedrückt, aber das lag halt an der fehlenden Musik. An den fehlenden, nicht singbaren Sprechchören. Tanzverbot! Scheiße! Und dass halt niemand tanzen durfte. Oder ich fände es gut, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die säkularisiert her und plural wäre. Dass die etwa 37% konfessionsfreien Menschen, die es in Deutschland gibt, auch berücksichtigt werden. Was interessiert einen gläubigen Menschen bitte, was weit ab von seiner Kirche, weit ab von seinem Ritualgebiet passiert. Wir haben dazu aufgerufen, diese Demonstration zu unterstützen, weil wir als Jungsozialistinnen und Jungsozialisten finden, dass Staat und Kirche getrennt gehören und wer tanzen will, der soll halt nochmal tanzen. Es ist verboten zu tanzen. Dies bedeutet eine Einschränkung der Freiheit des Einzelnen zugunsten einer Religionsgemeinschaft. Tanzverbote haben aber nichts mit dem Karfreitag zu tun. Jeder muss und sollte für sich selber entscheiden, ob er an eine Disco geht und tanzen möchte oder den Tag in Stille verbringt. Wir wollen tanzen, wann wir wollen. Ich glaube, es waren etwa 150 Personen da und ich hätte mir, glaube ich, etwas mehr erhofft. Also wir alle, die wir hier stehen und alle anderen Bürger in Deutschland finanzieren die Kirche jedes Jahr mit rund 440 Millionen Euro. Und das ist ein Ding, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Wir sind nicht mehr 95% Christen, wir sind ein Drittel konfessionsfrei, wir sind andere Religionen. Es kann nicht sein, dass wir alle Herrn Mixers Pension mit 7000 Euro pro Jahr finanzieren. Das ganze Tanzverbot nimmt inzwischen solch abstruse Formen an. Ich weiß nicht, ob Justus schon auf das Schachverbot hingewiesen hatte. Bei Nürnberg gibt es ein Schachturnier, wurde angemeldet, es wurde verboten, weil der ernste Charakter des Tages dadurch nicht gewährt bleibt. Das kann das sein? Also ich finde, das ist Schwachsinn. Ich bin hier bei dieser Demonstration, um gegen das bestehende Tanzverbot zu demonstrieren, weil es aus meiner Sicht Nichtchristen, Nichtgläubige in ihrer Freiheit beschränkt. Und die Freiheit des Einzelnen ist für mich eine sehr wichtige Angelegenheit. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Tanzen klaut. Ich bin auf dieser Demo, weil ich mir nichts sagen möchte, ob ich tanzen darf oder nicht. Ich finde nicht, dass die Christen der atheistischen Minderheit vorzuschreiben haben, was zu tun ist und was zu lassen ist. Machen wir einen Megafon! Nein! Ich will mir heute nicht verbieten lassen, ob ich tanzen darf oder nicht. Wenn andere trauen möchten, ist das in Ordnung. Ich darf hier heute nicht tanzen, ich darf keine Musik hören, deshalb habe ich mich als Esel verkleidet, der traurig ist. Mal gucken, ob diese Demonstration etwas angestoßen hat. Ich bin heute bei dieser Demo dabei gewesen, weil ich das Tanzverbot für nicht mehr zeitgemäß halte. Außerdem halte ich persönlich das niedersächsische
Feiertagsgesetz für diskriminierend, da dort ganz besonders für Christen besondere Vorschriften freigehalten werden bezüglich des Besuches von Gottesdiensten. Und diese Regelung gibt es eben für Andersgläubige nicht und das ist für mich Diskriminierung. Komm, weiter, Hallo. Die Rolle als Organisator war anstrengend, aber jetzt ist alles vorbei und man fühlt sich eigentlich ganz gut. Rhythmische Bewegungen im Rotlichtviertel sind dieser Tage erlaubt. Rhythmische Bewegungen auf der Tanzfläche verboten. Das ist sehr absurd.